Während viele Beschäftigte seit gestern wieder für vorerst 4 Wochen zu Hause sind, dürfen Kinder und Jugendliche dieses Mal trotzdem in die Kita bzw. die Schule. Und das soll auch so lange wie möglich so bleiben. Für die Stadt Cottbus und Sozialdezernentin Maren Diekmann bleibt der Präsenzunterricht eines der obersten Ziele. Trotzdem gibt es seit Anfang des neuen Schuljahres auch schon einen Notfallplan. Wir haben natürlich auch in Cottbuser Schulen vereinzelt auch positive Fälle. Vereinzelt im Lehrerpersonal, vereinzelt bei den Schülerinnen und Schülern. Das führt natürlich dann in den Schulen dazu, dass die Klassen kurzweilig erstmal nicht den Unterricht besuchen können und im Rahmen der Kontaktermittlung das Gesundheitsamt dort sehr bemüht ist, recht schnell die Informationen in Erfahrung zu bringen, damit dann gemeinsam mit Schulleitung innerhalb weniger Tage, oftmals schon am nächsten Tag, das Weitere organisiert werden kann. Bei Schülern bis Klasse 6 müssen dann auch die Eltern und Geschwister zu Hause bleiben. Bei Jahrgängen darüber müssen die Familienangehörigen nur mit in Quarantäne, wenn der betroffene Schüler selbst positiv getestet wurde. Und für alle, die zu Hause bleiben müssen, gilt dann wieder Homeschooling. Die Digitalisierung der Schulen läuft laut Maren Diekmann. Wir sind ja im Rahmen der Digitalisierung der Schulen in dem Prozess im Rahmen des Digitalpaktes. Zwischenzeitlich gab es dann auch noch zusätzlich die Richtlinie für mobile Endgeräte. Dieser Prozess ist angelaufen. Die Fördermittel für mobile Endgeräte sind, also der Bescheid ist in der Stadt Cottbus auch eingegangen. Da laufen die Vorbereitungen dann im Hinblick dann auch der Beschaffung für die Schulen. Und die Schulen selber an sich waren im Vorfeld auch schon gut ausgerüstet in ihrer Schulorganisation, in den unterschiedlichen Schulformen. Damit aber gar nicht erst viele zu Hause beschult werden müssen, sind einige Regeln einzuhalten. Für Schüler ab Klasse 11 und an Oberstufenzentren gilt deshalb zum Beispiel Maskenpflicht, außer im Sportunterricht. Und auch der Schwimmunterricht findet trotzdem statt, auch wenn die Lagune sonst geschlossen ist.